Meine Erfahrungen rund um den Kinofilm «Der Kreis», wo die Schweiz 2014 ins Rennen um den Oscar geschickt hat, haben meine Sicht auf unser Land stark verändert. Zum einen habe ich mich total gefreut, zu erfahren, wie schon zur Zeit des Zweiten Weltkriegs die Schweizer Gesetzgebung sehr liberal war, gerade in Bezug auf homosexuelle Menschen. Zum anderen war ich umso schockierter, herauszufinden, wie für Schwule bei uns auch zu selber Zeit trotzdem das Leben sehr schwierig war, wie sie sich verstecken mussten, wie sie von der Gesellschaft ausgrenzt, geächtet und sogar in schwulen Registern registriert worden sind, sodass für nicht wenige von ihnen der Selbstmord der einzige Ausweg war. Auch wenn die Schweiz eine Demokratie ist, ein Rechtsstaat, die Menschenrechte sind nicht in Stein gemeißelt. Sie widerspiegeln eine Haltung, eine Wertehaltung der Gesellschaft. Und die kann sich ändern, besonders in Zeiten, wo zum Beispiel grössere Veränderungen anstehen oder grössere Verunsicherungen da sind. Aber Grundrechte dürfen sich nicht je nach politischem Klima verändern. Es müssen gewisse Mindeststandards garantiert sein. Und die Initiative von der SVP, die genau diese Mindeststandards abschaffen. Das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich sogar. Das heisst, dass zum Beispiel Rechte von Menschengruppen, seien das Schwule, Kinder, Behinderte, sozial Benachteiligte, von der Mehrheit einfach abgeschafft werden können. Das kann man sich etwa so vorstellen, was passiert, wenn 5 Wölfe und ein Schaf demokratisch abstimmen, was es Feins zum Znacht soll geben. Die Antwort liegt auf der Hand. Und da sieht man auch schon das Problem. Ich wollte nicht zuschauen müssen, wie demokratisch das Schaf aufgefressen wird. Wir brauchen Grundrechte, die für alle und nicht nur für eine Mehrheit gesichert sind. Die Initiative der SVP beschneidet die Grundrechte. Ich will das nicht. Und darum stimme ich Nein am 25. November gegen die Selbstbeschneidungsinitiative der SVP.